Na, habt ihr das Lied erkannt? Habt ihr es erkannt? Herzlich willkommen zu dieser Folge von Pferdefilme Top oder Flop, diesmal am Sonntag, weil ich habe am Freitag wirklich keine Zeit mehr gefunden, aber das ist auch gar nicht so interessant. Hauptsache, jetzt könnt ihr diese Folge schauen. Es geht heute um Barbie und ihre Schwestern im Pferdeglück und vielleicht habt ihr das Lied am Anfang ja erkannt oder es kommt euch zumindest bekannt vor. Ich habe dieses Lied in Legende der Sternenpferde 1 und 2 verwendet. Dieses Lied spielt eine große Rolle in den beiden Staffeln und ja. Wie immer erzähle ich euch zuerst ein bisschen was über die Handlung des Films. Barbie und ihre Schwestern fahren in die Schweiz und besuchen ihre Tante, die dort eine Akademie hat, eine Reitakademie. Und Barbies Hintergedanke ist eigentlich schon die ganze Zeit so, sie will endlich ihr Traumpferd finden, das sie mit nach Malibu nehmen kann, mit dem sie dann Turniere gewinnen kann. Und ja, das ist so ihr Traum. Aber es kommt alles ein bisschen anders. Sie sieht sich ein bisschen im Stall um von ihrer Tante und wählt sich schon ein Pferd aus, aber es ist irgendwie nicht so ganz das Wahre. Da kommt es ja ganz gelegen, dass plötzlich bei einem Ausritt ein ganz majestätisches Pferd auftaucht. Diese Stute ist nämlich eine Majestik-Stute. Und Barbie begegnet diesem Pferd öfters, sie reitet die Stute auch. Und ja, sie nennt sie, weil die Stute so majestätisch ist, wie soll das anders sein, nennt sie sie Majesty. Und Majesty und Barbie, auf die beiden kommt ein kleines Abenteuer zu. Denn Barbie und ihre Schwestern müssen sich ziemlich beweisen. Mehr möchte ich jetzt erstmal nicht über die Handlung erzählen, weil sonst schreit ihr wieder rum, da brauchen wir uns den Film ja gar nicht kaufen, wenn du uns eh schon alles erzählst. Mehr möchte ich also nicht sagen. Kommen wir mal zu den anderen Kritikpunkten, die ich mir aufgeschrieben habe. Zunächst einmal muss wirklich hier an dieser Stelle jeder für sich entscheiden, wie er diesen Film findet. Das möchte ich einfach nur mal vorwegschicken, bevor ich jetzt hier die Kritikpunkte abarbeite. Fangen wir einfach mal an, was ich nicht so gut finde. Ich finde nicht so gut, dass die Bewegungen der Pferde, besonders Trab und Galopp, sehr unrealistisch sind und sie passen sich auch nicht wirklich den Bewegungen also der Reiterin oder des Reiters an. Also man sieht kaum, dass die Reiter irgendwelche Beinarbeit mit reinbringen. Also es ist irgendwie nur Zügel. Am Zügel ziehen und alles. Und das finde ich nicht so toll, weil ich meine, wenn die sich schon die Mühe machen und so einen Film machen, dann sollten sie auf solche Sachen achten. Was mir auch nicht so gut gefällt, ist wirklich ein ganz klassischer Barbie-Film. Er ist halt einfach kitschig und rosa und pink und einfach so viel rosa. Und ja, es ist natürlich die Stimmen, das Lachen und alles, es wirkt immer sehr gekünstelt. Was mich aber direkt zum ersten Punkt der positiven Kritik führt, die Story an sich ist ziemlich gut, also die Idee. Es ist natürlich wieder dieses typische, wir fahren auf den Reiterhof, der Reiterhof muss gerettet werden, weil er irgendwie bankrott geht und wir retten ihn durch ein Turnier. Das ist so die typische Story. Aber trotzdem wird durch diese Legende der Majestikpferde etwas mit reingebracht, was so noch nicht da war in der Art und Weise. Und deswegen gefällt mir die Story ziemlich gut und sie hat mich wirklich dazu inspiriert, Legende der Sternenpferde zu machen. Also ich glaube, ich hätte niemals mit Legende der Sternenpferde angefangen, wenn ich diesen Film nicht gesehen hätte. Was mich auch ziemlich überrascht hat und was mich bis heute fasziniert, ist der Soundtrack zu diesem Film, You're the One. Den habe ich ja öfters schon in Legende der Sternpferde hergenommen. Es ist irgendwie oft so, in den letzten paar Jahren bei den Barbie-Filmen, die ich mit meiner Cousine angeschaut habe, ist mir aufgefallen, dass die Musik im Film an sich sehr kitschig ist. Aber der Soundtrack zu den Filmen, der ist wirklich gut. Also wenn mir zum Beispiel fällt mir jetzt spontan ein Barbie und die verzauberten Ballettschuhe, da heißt der Soundtrack dazu Keep on Dancing und ich finde den total super. Ich sage es nicht, dass es bei allen Barbie-Filmen so ist, dass die gute Soundtracks dazu liefern, aber bei den zweien jetzt ist es mir extrem aufgefallen. Kommen wir zu meiner letzten Entscheidung. Würde ich euch empfehlen, diesen Film zu kaufen oder reicht einmal leihen oder soll man sich den überhaupt anschauen? Überhaupt anschauen sollte man ihn sich schon, weil wer ein Pferdefan ist, der schaut sich auch sowas an, egal wie alt man ist. Ich meine, ich werde 17 und ich muss wirklich sagen, man kann ihn sich absolut anschauen. Es ist jetzt nicht der beste Film aller Zeiten, aber man kann ihn sich anschauen. Die Story ist echt schön.
Und ja, kaufen vielleicht jetzt nicht, aber mal ausleihen und angucken. Kann man absolut machen. Zudem muss wirklich jeder für sich entscheiden, ob er ihn anschaut oder nicht. Wer meint, er ist zu alt für Barbie-Filme, okay, der soll es lassen. Wer denkt, ja, das könnte eigentlich ganz cool werden, soll ihn sich anschauen. Das war es auch schon mit der Filmkritik für diese Woche. Ich freue mich auf nächste Woche, da wieder pünktlich am Freitag. Ich verspreche es euch. Und wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss! Ach ja, das hätte ich jetzt fast vergessen. Der Film bekommt von mir 3 von 5 möglichen Sternen. Jetzt aber endgültig. Bis nächste Woche. Tschüssi!